So, moin erstmal. Schön, dass du auf meinem Kanal bist und dir dieses Video anschaust. Ich möchte mal wieder einsteigen in World of Warcraft. Habe ich jahrelang nicht gespielt, weil mir das auch eigentlich zu viel Geld ist, weil jeden Monat was hier zu bezahlen. Da gibt es ja Teso und sowas, da kann man einmal kaufen und immer spielen. Aber egal, jetzt bin ich mit eingestiegen hier erstmal als Taurus, also gehört zur Horde und Klasse Schamane. So, jetzt muss ich erstmal dieses Tutorial durchspielen, das ist auch ganz gut so. Ich wusste sonst gar nicht, was ich machen soll. So, positioniert eure Hände, WASD und klickt OK, mache ich mal. So, rechts. Aufpassen! Wir sind fast bei der Insel. Aufpassen, Bulli. Das bin ich. So. Wie weit soll ich mich denn jetzt noch umsehen? So. So, jetzt habe ich mich aber genug umgesehen, finde ich, ne? Lauft herum. Okay. Kann man da nicht irgendwie hier mit der Maus? So, das muss man dann so. Das ist ja unpraktisch. Ich würde ja gerne mit dem Controller hier spielen, aber das scheint nicht zu gehen. Ich soll jetzt wohl mit der Kriegsherrin sprechen. Kriegsherre Breka. Rechtsklick. Konzentriert euch auf unsere Mission. Zeigt mir eure Stärke. Wärmt euch ein wenig an den Kampfattrappe auf. Belohnung 55, was auch immer. Bleibt wach, wir müssen auf alles gefasst sein. Zeigt mir euer Können im Kampf. Zielt auf eine Kampfattrappe. Drückt Fragezeichen, um Blitzschlacht zu werden. Nochmal, so lange bis es hin ist. Nochmal. Gute Arbeit. Als nächstes. Regen? Davon haben die Schamanen nichts gesagt. Mit Druck. Für die Horde! Fogg wird mit euch üben. Ich muss mit der Besatzung über den Regen sprechen. Wer ist jetzt Druck? Da wird runter. Wir retten die Expedition. Übungskampf. Das ist ja gut. Ich bin hier, um zu helfen. Achso, das ist mal für die Horde. Ich gehe in Position. Schlagt schnell und hart zu. Womit muss ich denn hier zuschlagen? Hallo? Wo ist er denn jetzt? Da. Die Horde lässt niemanden zurück. Lauf nie vor dem Gegner fort. Sieg oder Tod, die Augen immer zum Gegner. Ich bin hier, um zu helfen. Ihr gewinnt. Eure Kraft wird unserer Mission dienen. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier eine neue urtümlicher Schlag in eure Aktionsleiste. Was muss ich jetzt machen? Gut. Okay, und wieder schließen wahrscheinlich, ne? So, was ist das jetzt für einer hier? Zwei Waffenangriffe. Ich habe aber doch keine Waffe.
Stufe 2 erreicht. Wow. Und du? Willst du wieder gegen ihn antreten hier, oder was? Die Horde lässt niemanden zurück. Du bekommst Erfahrung. Geht mit Ehre. Was habe ich hier? Ach, hier ist jetzt der Erfahrungsbalken. Durch das Töten von Monstern erhaltet ihr 100% Erfahrung. Okay, was ist das hier? Rucksack. Shift B. 20 Jahre Plätze. Ich brauche jetzt nicht Shift B drücken, aber das ist ja schon mal gut, dass es da steht. Das wüsste ich nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Ich würde sonst I drücken für Inventar, ne? So, kann ich jetzt hier irgendwas verteilen schon an Punkten, oder was? Was ist das hier? Kriegsdonner. Betäubt 2 Sekunden lang bis zu 5 Feinde im Umkreis. Aha. Na, da habe ich 0. So wie es aussieht. Ach nee, das ist die 0. Die muss ich dann drücken. Hier ist die 1, die 2. Okay, da muss ich die Zahlen drücken. Und hier kann ich auch noch andere leisten. Oh, das ist ja schön. Da habe ich ja richtig viel Klickorgien vor mir. Okay, was soll ich jetzt mit ihm hier machen? Wir retten die Expedition. Ich bin die Kriegsherrin Breka. Okay. Bleib stark, Kriegsherrin! Dieser Sturm überwältigt uns. Festhalten, Soldaten! Die Horde lässt niemanden zurück. Lasst euch nie kalt. Ach so, das ist jetzt ein Ladebildschirm. Ich dachte, wie komme ich jetzt auf Shadowland? Das muss man doch kaufen. Das kostet von 40 Euro an aufwärts. Ohne Abo. Das sei denn, ihr kauft das Abo. Habe ich 12,02 Euro bezahlt. Ja, also das ist schon ein heftiger Unterschied. Und das kauft man einmal und dann kann man das spielen, wenn man will. So. Aha. So. Ihr habt überlebt. Wir müssen uns sofort sammeln. Ah, da kann ich so auch laufen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Das finde ich jetzt aber blöd. Das ist ja sehr umständlich. Was jetzt? Hallo? Jetzt steht die Kiste. Verdammt. Aha. So, muss ich erstmal hier. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Sechs Hilfekästen von Murlocs zurück. Aha. Das sind die Murlocs, die kleinen grünen Schweine da. Für die Horde unsere Vorräte. Aber übernehmt euch nicht bei den Murlocs. In Gruppen sind sie gefährlich. Okay, Kriegsherrin Breka. Da, wo bin ich jetzt? Ach so, ich stehe hier wahrscheinlich. Ne? Und da sind die. Murloc-Manie. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich denn diese kleinen Scheißer finde. Das ist keiner. So kann ich besser gucken, ne? So, dann würde ich die mal aufs Korn nehmen. Näher ran. Ah, mit Rucksack finde ich die Leiche. Gut, wo sind die anderen? Hextech. Wo sind die anderen Molochs, diese kleinen Lümmel? Da.
Das ist ja schon mal ganz praktisch, dass man die hier so aufs Korn nehmen kann. Mal gucken. Und jetzt. Das ist zu weit entfernt. Nö, das ging. Oh, gut. Da oben ist noch einer. Dann kann ich doch auch von hier schon. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay. Zeit, dass du umfällst. Oh, Panzerkette. Wow, 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 wow. Neue Ausrüstung erhalten. Mhm, und du? B drücken. Hit euren Gegenstand. Aha. Wow, der wurde angelegt. Okay, dann drücke ich nochmal C wahrscheinlich. Und den kann man so viel machen. Okay. So, wo sind die anderen Lümmel? Moloch, zeigt euch! So, was haben wir denn noch hier? Da ist noch einer. Und nochmal, zack. Sehr schön, da war nicht aus der Reichweite. Ihr habt so lange Arme, ich bin ja schließlich ein Taurus. Öffnet eure Zauberbuch, um neue Fähigkeiten anzusehen. Aha. Flammenschock. Oh ja, da habe ich drauf gewartet. Bin ich schon Stufe 3, wa? Mein lieber Scholli, das ging aber Flottikowski. Wow. Na, so, da wollen wir mal gucken. Wie viel Morlocks muss ich denn noch erwischen hier? Da hinten noch welche? So, mit der rechten Maustaste kann man... Jetzt muss ich mal die 1 drücken, das müsste doch auch gehen, ne? Ne, geht nicht. Wir haben nur Kupfer bei sich, was soll denn das? Oh, das ging ja schon mal ganz gut. Auch nur Kupfer. Auch nur Kupfer, was ist denn das? Habe ich schon alle zusammen? Wo sehe ich denn jetzt, wie viel ich schon zusammen habe? Erfolge, Questlog. Gucken wir mal in die Questlog rein. Morlock, bereit zur Abgabe. Ach so. Klicken, um Questdetails einzusehen.
Ach, da habe ich schon 6 Stück. Okay. Gehen wir mal wieder zurück. Wo war denn die jetzt? Da, wo das Fragezeichen ist. Und dieses Dreieck, ne? Da ist er. So, kann ich jetzt mit Shift eigentlich schneller laufen? Ne. Okay, hätte ja sein können. Die Horde lässt niemanden zurück. Ausgezeichnete Arbeit. Quest beenden. So. Bei Bo Mitran Dämmersucher Lana Jordan. Lehrer erste Hilfekästen. 6 Platzbehälter. Eine nützliche Tragetasche für Vorräte, auch wenn sie keine Heilmittel mehr haben. Ach, ne. So. Bo Mitran und Lana Jordan. Ich hoffe, das wird mir angezeigt. Lasst euch nie kalt erwischen. Wer bist du? Bo. Wendet den Questgegenstand auf euer Ziel an. Wo ist jetzt der Questgegenstand? Muss ich den da unten reinziehen oder was muss ich suchen im Rucksack? Ach, hier ist der erste Hilfekasten. Dann ziehe ich den mal hier rein. Ne? Und dann wende ich jetzt die 9 an. Mal gucken. Bandagieren. Okay. Danke. Wir finden die Expedition schon noch. Wo liegt denn hier noch einer rum? Da hinten liegt noch einer. Und die 9? Okay. Dieser Sturm war definitiv unnatürlich. Ja, das sehe ich aber auch. Lana Jordan muss ich jetzt noch finden. Wo ist Lana Jordan? Kriegsherrin? Da. Und die 9? Ganz schöner Sturm. Hat wohl auch das erste Schiff getroffen. Konzentriert euch auf unsere Mission. Ihr bekommt 2, was auch immer das ist, Erfahrung, erste Lehrer, erste Hilfekästen, 6 Platzbehälter. Aha, gut, Quest beenden. So, was mache ich da jetzt mit? Ich guck mal hier rein. Rucksack. Ach ja, das ist jetzt hier mein leerer Erste-Hilfe-Kasten und da kann ich... Aha, eine nützliche Tragetasche für Vorräte. Was ist denn da drin? Noch nix. Ja gut, aber immerhin haben wir jetzt noch einen zusätzlichen Rucksack. Das ist doch auch was, ne? So, ich habe ein Feuerwehr. Nachsehen, ob es jemand... Kommt, wir gehen nach Norden. Durchsucht das nahe Lager nach Überlebenden. Ihr bekommt und so weiter... Im Norden, also. Bleibt wachsam. Überall. Ihr 3, sucht nach Überlebenden. Rekrut, wir stoßen weiter vor. Das Schiff Brack, warte mal, da muss ich wahrscheinlich noch da hinten hin, ne? Lauf ich falsch rum.
Da muss ich hin. Okay. Okay. Da oben. Ah, ich sehe schon. Oh, wie schön, so leichtfüßig wie ich laufen kann. Wow. Ah, ich sehe das Wrack, sehe ich schon. Verlassenes Lager. So. Wanza! Hungrig. Aha, das war's schon. Okay. Gut. Mhm. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Tötet ein paar Wildtiere und kocht ihr Fleisch über dem Feuer. Aha. Beschafft 5 Stücke Fleisch und das. Verlassen die Lager und bereitet es im Lagerfeuer zu. Zähe Stockfleisch. Gut, also, das ist ja erstmal ein paar Viecher umbringen. Lasst euch nie kalt erwischen. Gesagt, ihr würdet kommen. Sie ist meine Tochter. Nichts hält mich von ihr fern. Als Soldatin der Horde weiß sie, dass wir niemanden zurücklassen. Das nehmen wir auch, den Eckzahn. Was wollen wir denn noch mehr, ne? So, was haben wir jetzt hier? Wieder eine Stufe aufgestiegen, oder was? Hier, tatsächlich. Mann, das geht ja schneller als das, ich hab das beinahe was gesagt. Dörniges Stachelschwein, da ist noch eine schöne Küstenziege. Krieg ich nicht. Markiert, krieg ich die doch. Ich brauche ein Ziel. Ja, hab ich doch. Hier, guck mal. Verdorbene Pelz, Verkaufspreis. Ist doch auch okay. So, da ein Stachelschwein. Mal sehen, ob das zu weit weg ist. Und jetzt. Bam, bam. Haha, das ging ja ratzi-batzi. Wie viel soll ich denn besorgen noch? Was soll ich hier öffnen? Ach, neue Fähigkeit schon wieder. Hui, heilende Woge. Oh, das ist ja wunderbar. Eine heilende Woge. Gut, auch da kriegt man jedes Mal beim Aufstieg kriegt man eins, aber man kann sich das nicht aussuchen. So wie es aussieht. Okay. Wie viel Schweine soll ich? Was habe ich denn gesammelt? 3 von 5. Dann bist du noch dran, du kleine Stachelschwein, du. So, und zacki. Ein Ziel. Aber wohl habe ich ein Ziel. So eins brauchen wir noch. Kann ich jetzt hier mal gucken? Oh, das ist toll. Ich muss näher ran. Nein, muss ich nicht. Das ging alles Glatikowski hier. So, wie habe ich denn jetzt? Gut, bereitet das Fleisch auf dem Lagerfeuer zu. Wo war denn das jetzt? Ist das ein Lagerfeuer? Ja, das war hier hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Gucken. Da ist das, glaube ich, das Lagerfeuer, ja. Da hüpft einer durch die Gegend. Die Kängurus spielen hier auch eine Rolle. So, wie mache ich das jetzt? Warn Hinterhalt! Stachel-Eber!
Esst erst. Ich lasse euch nicht verhungern. Gekochtes Fleisch. Da muss ich jetzt weiter. Ich sollte ja nur eins machen, so glaube ich. Ne? Gut, Quest beenden und. Okay. Wow, bin ich gut. Konzentriert euch auf unsere Mission. Die Horde! Rekrut! Stacheleber sind viel gefährlicher als Murlocs. Ihr müsst für einen Kampf gegen sie bereit sein. Wo ist sie denn jetzt? Eure nächste Lektion beginnt jetzt! Angreifen. Gegen Kriegsherrin. Wo ist die Kriegsherrin? Da ist sie. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Gut. Greift euren Gegner mit Blitzschlag an, wenn er weit entfernt ist. Setzt vortümlicher Schlag statt Blitzschlag ein, wenn der Gegner nah genug ist. Gut gemacht. Setzen wir noch einmal Blitzschlag. Macht euch bereit! Vergesst nicht, dass ihr eurem Gegner viel nochmal. Verwendet im Nahkampf weiterhin urtümlicher Schlag. Demonstriert noch einmal eure Fernkampffähigkeiten. Sie geben euch Nahkämpfern gegenüber einen Vorteil. Nutzt eure Entfernung zu eurem Vorteil. Greift den Gegner mit Blitzschlag an. Überwältigt den Gegner im Nahkampf. Ihr lernt schnell. Genug. Ihr seid bereit, es mit den Stachelebern aufzunehmen. Jetzt müssen wir die anderen retten. Bereit zur Abgabe der Quest. Okay, wo ist sie denn jetzt? Die Horde lässt niemanden zurück. Konzentriert euch auf unsere Mission. Okay. Bleibt wachsam. Überall lauert Gefahr. So, und du hast jetzt für mich. Es ist übles Mojo auf dieser Insel. Mojo. Nach Norden gehen. Mit Mitran-Dämmersucher um. Mitran-Dämmersucher, da müssen wir das jetzt auch annehmen. Mögen die Geister, ne? Wir sehen im Norden nach, was die anderen gefunden haben. Wonsa, ruht euch aus, bevor ihr zu uns stoßt. Dann bis später. Eure Tochter hatte recht mit euch. Die Horde lässt ihre Soldaten nie zurück. Und ich nicht meine Tochter. Nein! Um Gottes Willen, wo sind sie denn? Ach, gut, dass ihr da seid. Diese Stacheleber führen ein schändliches Ritual durch. Aha, da ist er, den ich suchen soll erstmal, ne? Mithran-Dämmersucher, zu euren Diensten. Passt gut auf euch auf. Nekromantie. Nieder. Vergesst nicht den Tag, an dem ihr mir begegnet seid. Ich muss mal gucken, was das hier ist. Die Stacheleber. Sie müssen ihre tragische sieben Stacheleber. Nehmen wir das erstmal an.
Ach, den muss ich auch annehmen. Also alle umbringen. Jorel Aran! Los jetzt! Bewegung! Diese Monster haben meine Tochter. Shuya? Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie entkommen. Das hoffe ich. Sie ist selten so vorsichtig. Nur 52 Meter. Jetzt befinde ich mich schon in der Gegend, oder was? Oder? Opfer für Ritual. Er ist schon tot. Okay, hat schon jemand vor mir. Eindringlinge, ihr seid unsere nächsten Opfer. Ich bin außer Reichweite. Und Kohle gibt's auch noch. Ja, dann machen wir den auch noch kurz, leider. Das ist zu weit entfernt. Nicht. So, da wollen wir den noch mal genau angucken, markieren und also mit der linken Maustaste und mit der linken Maustaste auslösen. Euer Blut wird unsere Belohnung verdienen. Nicht so, das geht auch, wenn er weg ist. Oh, Kettenhemd. Wow, neue Ausrüstung erhalten. Wow. Tee. Und anlegen. Ah ja. Gut, okay, also B und B, okay. So, wie viel muss ich denn noch? Ich muss noch ein paar Stacheleber um die Ecke bringen. Wo sonst? Was belohnt, wenn vorbei? Da ist der Boss. Ihr seid unsere nächsten Opfer. Neue Rüstung halten. Und was habe ich hier jetzt gekriegt? Ramponierter Umhang. Vom Rücken. Und wer kommt da rein? Okay, wurde angelegt. Das ist ja auch alles schön deutlich hier. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dass man das so und so. Jetzt muss ich noch ein paar. Ich hab den noch getötet. Unsere Jahren werden euch erwürgen! Die Erde. Ich hab den doch gerade erst getötet. Was soll denn das? Na gut, dann machen wir hier erstmal weiter. Wir dienen dem Geofürst! Ihr seid unsere nächsten Opfer! Ja, ist doch schön, da kommen sie ja, denn, ne?
euer Blut wird unsere Belohnung verdienen. Kann doch nicht wahr sein. Scheiße, wenn hier so viele rumtouren. Was soll ich da jetzt da hinten? Die werden mir angezeigt oder was? Ich soll erstmal B drücken. So. Aha, nicht bewegen. Wo ist die? Ach so, da ist die Gesundheit. Da ist sie. Okay. Gut. Eindringlinge, ihr seid unsere nächsten Opfer. Geofürst habe ich den noch nicht in die Ecke gebracht, ich dachte schon. Finsterer Ebenen. Die ewige Sonne leitet uns. Passt gut auf euch ab. Oh, wieder ein aufgestiegen. Zauberbuch. Und was haben wir jetzt? Totem der Erdbindung. Das habe ich doch gewollt. Ja, jetzt habe ich es endlich. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. So, machen wir das jetzt mal wieder zu hier. Und die neue Ausrüstung. Charakterfenster öffnen. Und was haben wir hier? Panzerkettenhandschuhe. Das ist doch auch schon mal schön. Da. Gut, wurden angelegt. Okay. Jo. So, was muss ich denn jetzt noch machen? Nieder mit dem Geofürst. Der muss doch denn aber da sein, ne? Sollte man doch hier irgendwas anzeigen. Oder irre ich mich jetzt so? Gut, dass man da durchläuft. Ach, da ist er. Jetzt zeigt er das an. Dornendichtig der Stacke. Ja, das spawnt er gerade. Eindringlinge! Ihr seid unsere nächsten Opfer! Und deswegen setze ich immer auf die Horde! Verschwinden wir! So, jetzt haben wir das auch. Nieder mit den Stacheln. Jetzt haben wir das geschafft. Und jetzt muss ich wieder da hinten hin. Das ist mit diesem Dreieck. Gut, da kann man ja nicht viel verkehrt machen. Das kapiere sogar ich. Ihr seid Kriegsherrin Brecker, Shuyas Mutter. Sie hat gesagt, ihr kommt uns retten. Hier ist es nicht sicher. Wo sind die anderen? Keine Ahnung, aber ich kann es rausfinden. Muss ich das abgeben? Kork, Blubberkopf, auch das Zeit ist Geld! Mhm, Korki.
Ihr sucht nach Shuya Grimax. Stimmt's? Ich muss sagen, sie ist ziemlich penetrant. Ich bin der einzige Goblin, der euch helfen kann. Sie und den Rest der Geräte. Habt ihr es einem genommen? Aufgepreppt? Aha. Ich nenne es den Turbo-Holperer MK5. Nutzt ihn, um Shuya und die anderen zu finden. Benutzt den Turbo-Holperer MK5 und Shuya Grimax zu finden. So, sehen uns später! Das hier ist eine Mini-Version des Turbo-Holperers MK5. Ich entschrumpfe sie eben. Ist dir vielleicht etwas zu groß? Moment! Ah, perfekt! Nicht so hübsch, aber genau, was wir brauchen. Ja, nun. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie mache ich das? Sicht. Der ist zu weit. Okay. Immer noch zu weit. Da rennt mir denn da vor die Kugel. So. Ach, jetzt kann ich. Könnt ihr mich hören? Die Kamera scheint prima zu funktionieren. Ja, ne? Warum muss jemand da hoch, wenn da eine Kamera drin ist? Ich brauche einen Plan B für den Fall, dass euer Rekrut da runterfällt. Hä? Nimmt das immer noch auf? Hey, Rekrut! Eure Einwilligung bedeutet, ihr seid auch haftbar. Ruhe! Ich sehe etwas. Kann ich gar nicht jetzt irgendwie... nach links drehen oder was? Nee. Ach da, jetzt haben wir was gesehen. Wir werden euch die Seele nehmen und den Drachen wecken. Feiglinge! Bald spürt ihr die volle Macht der Horde! Ha! Unser Drache wird sie zermalmen. Wir müssen uns um andere Rituale kümmern. Genießt eure letzten Momente! Auch noch so viele Figuren. Oh Gott. Die holen einen Drachen von den Toten zurück? Meint ihr, zum Fliehen ist es zu spät? Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Sucht uns einen Weg durch diese Untoten. Ihr sagt springen und ich pack die Raketenstiefel aus. Wie wär's mit einem riesigen Eber? Meinetwegen, aber schnell. Das Leben meiner Tochter ist in Gefahr. So funktioniert das. Ich muss weiter ran. Okay. Bereit, etwas Gold zu verdienen? Quest beenden. Größenänderer. Ich habe ihn benutzt, um den Turbo-Holperer zu entschrumpfen. Wenn die Knöpfe drücken, um zu sehen, was passiert. Einen dieser Eber größer machen kann. Benutzen wir den, um diese Untoten niederzutrampeln. Ihr haltet den Größenänderer, während ich daran herumtüftle. Dann nur noch auf den Knopf drücken und er auf das Beste hoffen. Setzt den Größenänderer bei drei wandernden Ebern ein. Wirklich schön, Geschäft. Ich habe einen riesigen Eber versprochen. Jetzt müssen wir auch dazu stehen. Wie setze ich den mit ein? Hier irgendwo, tote Erdbinde. Wie machen wir das jetzt? Nähert euch. Bindet den Questgegenstand. So geht das nicht. Mal sehen. So, probiert das jetzt mal. Was
ist er denn hin, der Kleine? Ich habe kein Ziel. Wer das kann, braucht keinen riesigen Eber. Hier, nochmal. Knopf drücken. Nehmen wir nochmal zurück, da war glaube ich einer gerade. Ne? So habe ich mir das vorgestellt. Melden wir uns bei Grimaxt. Was? Die Leiche nicht plündern? Doch, das wird ja der Eberhauer. So, jetzt müssen wir wieder melden hier. Grimaxt. Die Horde lässt niemanden zurück. Lasst euch nie kalt erwischen. So. Ja, also ich habe, wer es noch nicht weiß, mein Kanal das erste Mal sieht, ich habe wie immer die Musik ausgemacht, um Urheberrechtsansprüchen von Twitch und YouTube aus dem Wege zu gehen. Man kann ja auch das Spiel so spielen. So, jetzt müsste ich die nächste Quest annehmen. Ne? Aber das ist ja jetzt im Prinzip schon... Naja gut, wir wollen ja mal gucken, was es hier noch gibt. Ihr braucht's, ich hab's! Turbo-Häuperer und diese laufenden Kadaver vom Himmel aus in die Luft jagen. Hiermit taufe ich den Größenänderer auf Lebendigkeitsänderer. Wir werden Ihnen zeigen, wo die Untoten hingehören. Diesem Volk, wie auch immer, steigt in den Turbo-Häuper. Ich werde ihn fliegen. Sobald wir Schuja grillen, springen wir uns den Weg zu all den anderen Überlebenden frei. Legt die Armee da und jagt die Armee der Untoten. Haut rein, wenn ihr diese Zombies in die Luft sprengt! Denk daran, dass das Patent mir gehört. Also nochmal. 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 Wie habe ich denn? Das habe ich jetzt 6 von 8. Aber man muss jetzt mal gucken. Mit links macht man das. Das ist der letzte. Der letzte. Ich sehe ihn nirgendwo. Hier unten vielleicht irgendwo. Hey, erinnert ihr euch noch, was ich über Haftpflicht gesagt habe? Ich glaube, das Ding explodiert gleich. Mutter, ich habe versagt. Die Horde. Durchhalten, Shuja. Rekrut, mir nach. Lokta, Oga. Und jetzt? Wir müssen die anderen retten. Ich muss näher. Ich
Verdammte Oger! Kümmern wir uns um Shuya. Mutter, ich habe versucht, die Oger aufzuhalten, aber ich war nicht stark genug. Shuya, die Horde ist nur stark, wenn wir gemeinsam kämpfen. Und nun, sag mir, was hier passiert ist. Die Horde wird siegen. Ich werde tun, was nötig ist. Bekommt außerdem 11 Teller und 30 Fleisch. Gut. Bleibt zu Befehl! Die Oger wollen durch Nekromantie einen toten Drachen erwecken. Für ihre Magie brauchen sie Opfer wie uns. Sie sind dabei, ein Ritual zu beginnen, das... Es hat schon begonnen. Sie wollen den Drachen mit der gesammelten Lebenskraft reanimieren. Dann müssen wir handeln. Denkt daran. Mit vereinten Kräften bezwingt die Horde jede Herausforderung. Wir beenden diese Rituale, bevor die Oger sie abschließen können. Loktar Ogar! So, das war jetzt ein kleiner Film. Ihr habt neue Ausrüstung erhalten, B und C. Und ich habe einen Hammer, Expeditionsknüppel. Aber egal, da haben wir da rein, das Ding. Jo. Was kann der denn? Streitkolben, der ist schneller als der andere, glaube ich, ne? 2-3, einhändig, ein Schaden pro Sekunde, plus 2 Ausdauer, Haltbarkeit 30 von 30 und so weiter, okay. Achso, dann kann ich auch hier unten wieder klicken und das, okay. Ja. Ich denke mal, vom Prinzip her ist das jetzt klar. Was habe ich denn jetzt schon? Stufe 6, das habe ich im in der ganzen Zeit noch nicht geschafft, in der ich gespielt habe. So, hier holt man sich dann mit dem Ausrufezeichen, holt man sich das nächste Teil ab, ne? Ja. Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Kauft irgendeinen Gegenstand vom Versorger und verkauft einen beliebigen an ihn. Ihr bekommt und so weiter. Annehmen. Für die Horde! Hier oben steht die Quest. Wo ist denn Yin die Hacke? Gehen wir da mal hin. Was ihr wollt. Rechtsklick. Wappenrock. Und ihn den Händler zu verkaufen. Glänzende Muschel. Gerissener Eck. Oh, Eckzahn. Ja, verdorbener Pelz. Die brauche ich auch nicht. Aber hier kriege ich richtig Geld für. Ja. Wow. Ja, da kriegst du die auch noch. Und das kriegst du auch noch. Und das kriegst du auch noch. Und... Das auch. Na gut, dann kriegst du das auch. Und Silberhauer. Jetzt habe ich genug. Und jetzt kann ich mir hier was kaufen. Ich soll wahrscheinlich das kaufen, ne? So, abgeschlossen. Später. So, habe ich jetzt was Neues hier? Wappenrock der Horde. Dann gehen wir mal hier und gucken mal, wo können wir den denn lassen? Taille, Hals, Kopf, Schulter, Umhang, Hemd, Wappenrock. Da können wir den doch schon mal hinziehen. Wupp. Und damit? Keine neuen Litzige, aber allen zeigt, dass ihr die Horde vertretet. Okay. Haben wir jetzt angelegt. Yeah! Hooray! So, was ist jetzt hier mit dem Geisterwolf? Aha! Nur ich kann ihn sehen. Schleierblüten, die hier in der Umgebung wachsen, verbrennt sie gleich hier auf dem Lagerfeuer und ab in ihren Rauch ein. Dann könnt ihr meine Rudelgefährten sehen sie von ihren Fesseln befreien. Sammelt 4 Schleierblüten, verbrennt sie. Ne, so, was haben wir denn hier? Das sind
Ach, und dann kann ich mich verwandeln. Oh, das ist ja toll. Ihr lernt Geisterwolf. Schön. Also, Schleierblüten. Verbrennt die Blüten, um in die Geisterwelt zu blicken. Doch seid euch der Gefahren bewusst. Hey, sprecht ihr mit den Geistern? Geisterblüten? Schleierblüte? Schleierblüte? Muss ich erst mal finden jetzt? Schleierblüte? Geisterblüte. Doch, Schleierblüte. Die soll ich mit reißen. Okay. Eine. Da hinten dann noch welche. Nicht dicht genug ran, ja. Jawohl. Ich bin außer Reichweite. Ah, eine brauche ich noch. Da ist eine um die Ecke. Gut. Blüten im Lagerfeuer verbrannt. Und ich bin wieder hin. Ach, mal so. Scheißegal. Ja. Jetzt im Lagerfeuer. Ich sehe, dass die Geister euch eine Aufgabe übertragen haben. Gute Wahl. Findet mein Rudel. Noch können sie befreit werden. Geisterwölfe. Da hinten wird die irgendwo sein. Da. Da sehe ich einen. Da irgendwo hin, aber wo ist der letzte? Da muss hier rechts irgendwo sein, ne? Da hinten irgendwo, da. Ne, da war der andere. Ja. Toll.
Seite wohl? Nee, nicht gut. Das ist die falsche, das ist kein Wolf. Oder? Wo führt er mich hier hin? Ich verteidige das Licht. Versucht, diese Rituale zu unterbinden. Wie kann ich euch helfen? Das Licht wird verrichtet. Hier ist noch einer. Okay. Zauber hier, oder was? Blitzschlag? Ne, irgendwie noch nicht, ne? Ne. Ja, okay. Lass uns jetzt mal wieder zurückgehen. Ja, da wieder hin. Das geht sich ab. Wie bin ich denn hier überhaupt hochgekommen? Hier lang gekommen? Nee, das ist völlig falsch. Verdammt! Ich muss da hinten irgendwo hin, ne? Na gut, dann geht man mal so lang. Stachelschwein. Da, jetzt haben wir den letzten. Danke, Schamane. Ich stehe in eurer Schuld. So, wen habe ich denn das zu verdanken gehabt hier? Beste Wolle. Weiter.
Quest beenden. Mein Rudel und ich werden immer bei euch sein. Ruft uns, wenn ihr uns braucht. Mann, das ist ja doll. Ich erinnere mich, als Shuya zum ersten Mal mit den Geistern gesprochen hat. Ihr werdet noch ein großer Schamane. Aber hallo. Gut. Jo, das ist jetzt, sag ich mal, erstmal genug der Einführung. Ich bin auf Stufe 6 und hab fast schon die 7. Stufe erreicht. Man kann dieses Spiel kostenlos spielen, bis man Stufe 20 erreicht oder Level 20, wie auch immer du das nennen willst. Wie das Ganze funktioniert, habt ihr gesehen. Ne? So, jetzt was soll ich jetzt hier? Die Vorräte aufstocken? Habe ich noch irgendwas zu abzählen? Diese Oger werden vor der Horde erzittern! Bleibt wachsam! Überall lauert Gefahr! So, jetzt ist noch einer weiter, so, weil das hier oben stand. Hier siehst du immer, ne, was du gerade machen kannst. Und da gibt es dann die nächste Quest. Okay. Dann danke ich erstmal fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefallen hat, oder dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Noch mehr natürlich über ein Abo. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Und bis das erscheint, schau dich einfach mal auf meinen Kanälen um. Ich habe auf meinem Tutorial-Kanal jetzt rund 300 Tutorials als Video abgelegt und in meinem Spielekanal habe ich schon verschiedene Spiele jetzt angespielt. Ne? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Bis dahin viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund. Tschüss.